Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Folge von Let's Play StarCraft 2 Wings of Liberty. Den zweiten Anlauf, weil ich habe nämlich eigentlich gerade schon mal angefangen aufzunehmen, aber ich lade hier gerade parallel noch den neuen 9.5er Patch von StarCraft Online runter. Und kaum war der Patch fertig, startet StarCraft Online. Das habe ich noch nie gehabt, dass es gleich danach StarCraft Online lädt. Natürlich hat es mit gleich StarCraft abgelegt, die Aufnahmen unterbrochen und. Will jetzt auch gar nicht weiter meckern, hier bin ich wieder. Jo, und nachdem wir hoffen, dass heute Abend das Event auch einigermaßen, sprich das PvP-Event einigermaßen läuft, will ich aber vorher noch schauen, dass ich hier noch ein paar Folgen StarCraft mit euch aufnehme. Die ganzen Leute haben ja letztes Mal schon durchgemacht, deswegen gehen wir gleich in die Sternkarte. So, was haben wir denn noch mal alles? Wir haben den Odin in unserem Besitz. Ich glaube, das wäre mal interessant. Commander? Unsere gemeinsamen Freunde von Möbius konnten das letzte Artefaktfragment aufspüren. Sobald dieses letzte Stück sichergestellt ist, können wir nach Char vorstoßen und Kerrigan gegenübertreten. Also ich persönlich, ich gehe hier... Ach ne, mach mal neu Falsum. Mach mal neu Falsum. Wo ist Tosh? Er hätte doch eigentlich schon hier sein müssen. Er hat das Schiff schon verlassen. Ich dachte, sie... Sir, wir haben eine eingehende Übertragung. Sie ist stark verschlüsselt. Stell durch. Sieh mal einer an. Der berüchtigte Jim Raynor. Mein Name ist Nova. Wir sollten uns unterhalten. Was sollte mir einer von Manxks Lieblingsghosts zu sagen haben? Tosh belügt euch. Matt, hol Tosh in die Leitung. Ich bin mir sicher, dass er sowieso schon zuhört. Verschlüsselung hin oder her. Wir Phantome sind die Zukunft. Du hast es einfach nicht verkraftet, Kleiner. Jeder zum Phantom konvertierte Ghost ist zum psychotischen Serienmörder geworden. Die, die ich erwischt habe, sitzen jetzt in Neu-Folsom. Hör nicht auf sie, Bruder. Hilf mir, die Phantome aus Neu-Folsom zu befreien und wir können Mengsk zusammen fertig machen. Tosh will seine Phantomkollegen reaktivieren, indem er die Substanzen benutzt, die ihr mit ihm gesammelt habt. Neu-Folsom ist voller psychopathischer Killer. Willst du die wirklich auf die Galaxis loslassen? Ich helfe dir gegen Mengsk und meine Leute genauso. Sie wird sich dir noch nicht mal anschließen. Er ist eine Psycho-Zeitbombe. Er steht dir treu zur Seite, bis er dir eines Tages ein Messer in den Rücken rammt. Das ist der Moment der Wahrheit. Entscheide dich. Jo, jetzt sind wir wieder in dem Bereich, wo wir uns entscheiden müssen. Entweder helfen wir Tosh, die ganzen Psychopathen zu befreien, dafür bekommen wir die Hilfe. Oder wir sind die Guten und helfen Nova, dass er Keim befreit. Ich lese mal kurz vor. Helfen Sie Tosh ins Gefängnis von Neu-Folsom einzudringen und die gefangenen Phantome zu befreien. Tosh wird für den Rest der Kampagne im Team bleiben und Nachbarn Bedarf Phantome ausbilden. Oder helfen Sie Nova bei dem Phantom-Trainingseinrichtung auf Avernus zu zerstören und die Gefahr durch psychotischen Amokläufer von außer Kontrolle geratenen Phantomen zu beseitigen. Nova wird Ihnen beibringen, wie man Ghosts ausbildet und wird sich Ihrer Sache aber nicht anschließen. Gut, entweder Phantomen. Also ich bin ganz ehrlich, ich bin sowieso immer einer, der mehr Richtung gut geht. Deshalb helfe ich Nova. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie sehr du Mengsk hast, Tosh. Wenn du und deine Phantome so blutrünstig seid, wie es sich anhört, bist du eine genauso große Bedrohung wie er. Wir sehen uns sehr bald wieder. Das wirst du bereuen, Bruder. Okay, Nova. Wie sieht dein Plan aus? Toshs Einrichtung für Phantome befindet sich auf der Avernus-Station. Wenn wir uns dort treffen, dann können wir sie für immer dicht machen. Die taktischen Daten werden jetzt hochgeladen. Hier will Tosh also seine Armee von Phantomen aufstellen. Ich habe drei Einrichtungen ausgemacht, die für seine Operation entscheidend sind. Unser erstes Ziel ist das Jorium-Lager. Als nächstes greifen wir die Terrazin-Tanks an. Und zum Schluss den Psi-Wellenform-Indoktrinator, den Tosh benutzt, um den Aktivierungsprozess der Phantome abzuschließen. Alles klar. Also, wenn wir alle drei Ziele ausschalten, ist Tosh aus dem Rennen. Beim Infiltrieren kennt sich niemand besser aus als Tosh. Er kennt alle Tricks. Den Großteil seiner Verteidigungsvorrichtungen kann ich durchbrechen. Aber ich brauche Unterstützung, wenn ich durch alle durchkommen will. Und was ist mit Tosh? Überlass ihn einfach mir.
Ich habe die Landezone für deine Truppen freigemacht. Dann kann die Party ja losgehen. Jo, dann Party losgehen. Wir haben uns gegen Tosh gewendet, ja, aber trotzdem, glaube ich, richtige Entscheidung. Der Tosh ist ein ganz, ganz böser Schlingel, ist das. Und ich kann einer Frau einfach nichts abschlagen, deswegen helfen wir ihr. Derzeitige Mission, ein Ghost für alle Fälle. Seien Sie vorsichtig bei Raketentürmen und Raven. Sie können Nova aufdecken und ihren Alliierten ermöglichen, sie anzugreifen. Jetzt haben wir dann Ladeschirm, der wieder schön lange braucht und egal was für einen Rechner man hat, der Ladeschirm braucht einfach Zeit. Dem man immer zuquatschen muss. Und da ist es auch schon fertig und ab in den Kampf. Kann's kaum noch erwarten. Nova hier. Rein geschäftlich. Gut. Muss ich ein bisschen schauen, wie es jetzt eigentlich lang geht. Okay, los geht's. Haltet die Augen offen, Jungs. Tosh könnte ein paar üble Überraschungen für uns auf Lager haben. So. Dabei gehe ich mit der hier mal hier lang. Hab doch ein bisschen mehr verloren, als ich gedacht habe. Siehst du den Marodeur da drüben? 50 Credits, dass ich ihn von hier aus treffe. Ist klar. Scharfschütze und zerstört. Laut und deutlich. Ja, das Geile ist natürlich, dass sie getarnt ist und nicht gesehen werden kann. Bin unterwegs. Und Scharfschütze und tot. Schade, dass man keine Einheiten bauen kann, die grundsätzlich immer 100%ig getarnt sind. Das kriege ich hin. Gut, hier muss ich jetzt natürlich schauen, dass ich den Turm da oben erledige. Bitte bestätigen. Durchgeladen und entsichert. Wird gemacht. Bei dem Tor hier brauche ich mal deine Hilfe, Nova. Entspann dich. Ich muss nur die Torsteuerung auf der anderen Seite zerstören. So, den Marodeur habe ich trotzdem noch schön mit den Scharfschützen gekillt. Statusbericht. Während ich den mit den anderen Einheiten abgelenkt habe. Nova hier. Rein geschäftlich. Oh, der Scharfschützengewehr hat ganz schön Durchschlag. Weiter geht's. Weiter geht's. Und jetzt sind wir hier zusammen. Da schweben die Asteroiden. Verstanden. Verstanden. Unterwegs. Ist da denn irgendwas, was mich aufdecken könnte? Ich glaube nicht, aber ich will das erstmal den Heiler mal wegschießen. Und da gehen wir auch, der Heiler kann ich angreifen, machen wir gleich den. So. Nova hier. Das kann ich dann so durchgehen. So. Ist klar. Ist klar. Laut und deutlich. Bin unterwegs. Bitte bestätigen. Ich glaube, ich werde mir mal vor allem teamtechnisch das mal so machen. Ich höre. Dich so und Statusbericht. Dann noch so. So, die Frage. Das kriege ich hin. Über hier. So, ein Marodeur killen wir mal. Wie bitte? Unterwegs. Wird gemacht. Ist klar. So. Vorsicht! Da oben ist ein Belagerungspanzer. Wenn ich nah genug herankomme, kann ich die Besatzung telepathisch kontrollieren. Na, dann machen wir das doch mal. Bin unterwegs. Das kriege ich hin. Nein, ich bitte will nur bestätigen. Dich. Wird gemacht. Ah, bumm. Bada bumm. Geilomat. So, den Panzer werden wir natürlich übernehmen. Ist ja Logan. Ich höre auch. Schon erledigt. Mein Geschäft.
Waschjacke auf! Wie bitte? Voll zerfletscht mit dem Belagerungspanzer. Lauter! Lauter! Statusbericht? Schießen Sie los! Nova hier. Rein geschäftlich. So, jetzt muss ich da oben schauen, was da los ist. Bitte bestätigen. Unterwegs. Ist klar. Phantome. Überlass sie mir. Und deutlich. Problem ist nur, ich muss hier vorher schauen, dass die hier wegen der Aufdeckung da hier ist natürlich jetzt ein bisschen sehr blöd. Bin unterwegs. Das kriege ich hin. Hier ist mal so rum. Rein geschäftlich. Verstanden. Unterwegs. So, Nummer 1. Warten, bis das hier aufgeladen hat. Und Scharfschütze Nummer 2. Laut und deutlich. Worauf soll ich ballern, Sir? So, erstmal hingehen, dass auch meine Ghoster hier mal ein bisschen geheilt wird. Und da ist sie wieder voll gesund. Bin unterwegs. Das kriege ich hin. Wann geht's los? Ich weiß gar nicht, sind da Einheiten, abgesehen von dem Ding. Bereit machen, Jungs! Nur zu! Ich überlege nur gerade, ob es vielleicht interessant wäre, das Ding da oben so zu übernehmen. Ghost? Fällt mir gerade eigentlich nicht so gut hier. Okay, das Ding ist runter. Ich hätte natürlich jetzt auch hergehen können und sagen, wie ich übernehme das Flugteil, also das Raumschiff. Da hätte ich aber auf den Panzer verzichten müssen, sprich der hätte dann auch angefangen auf mich zu schießen. Obwohl der, glaube ich, wahrscheinlich schneller down gewesen wäre. Jungs, unser nächstes Ziel sind die Terrazin-Tanks. Ich werde eine Landezone für euch freiräumen. Macht euch bereit! Gut, das heißt, wir werden jetzt mit einem neuen Team da anrücken. Erstmal haben wir nur den Ghost. Reingeschickt. Ich sag's dir, ich hab was gesehen. Ihr sollt. Komm, weg hier. Unterwegs. Ist klar. Komm, weg. So. Laut und deutlich. Und wir geben hier mal einen Geschützturm hin. So. Ich höre. Die Dinger sind nicht gar nicht mal so schlecht. Ich habe die zwar nicht geskillt, aber die haben schon was. Statusbericht. Nova hier. So, wie sieht's denn aus hier oben? Einsatzbefehl. So, gib mal dir mal hier einen Geschützturm. Bitte? Und komm, erledige! Sehr schön. Das krieg ich hin. Jetzt muss ich nur noch mal schauen. Das ist natürlich gar nicht schön da hier. Kann ich mit dir eine Luftverteidigung machen? Genau, jetzt greifst du hier damit an. Was ist das eigentlich hier? Ah. Landezone gesichert. Landing Zone. Anflug beginnen, Jim. Und sieh zu, dass sie dieses Tor aufkriegen. Die Zeit läuft uns davon. Oh, da habe ich sogar auch noch einen bekommen. Dann werden wir mal schauen, wie wir jetzt hier drüben mal ein bisschen rankommen. Unterwegs. Ich weiß gar nicht, wie groß die Reichweite von dem Ghost ist. Erstmal eine Bombe da unten hinschicken.
sind ja auch schon sehr cool gemacht, finde ich. Erwarte Befehle. Einsatzbefehl. Klingt ein bisschen wie von Battlestar Galactica, die Zylonen, also von dem alten. Von dem alten Battlestar Galactica. Wie viel braucht denn die Bombe? 125 Energie. Ach, die Dinger haben wir ja auch noch. Ich überlege nur, ob das eine gute Idee ist, die jetzt da runter zu schicken, weil die da wohl sehr wahrscheinlich ich da einige verlieren werde. Dann doch lieber einen Moment warten und die Bombe runterschicken. Was ist eigentlich mit dir? Ach, du bist kontrolliert, okay. 125 brauche ich, bin jetzt bei 103 Energie dabei. Können wir uns mal anhören, was der sagt? Erwarte Befehle. Technik steht zur Verfügung. Einsatzbereit. Logikkompensator außer Funktion. Jetzt auch noch verbale Ladehemmung. Befehl nicht erkannt. Ausführung nicht möglich. Was haben Sie eigentlich vor, Commander? Was haben Sie in letzter Zeit für mich getan, Mensch? Es tut mir leid, Commander, aber das kann ich nicht tun. Befugnis aufgehoben. Das Schiff hat die Kontrolle übernommen. So. Es hat die Kontrolle übernommen. Jetzt kann ich wieder eine Bombe schicken. Und badabum. Aber ich glaube, hier ist doch irgendwo noch was in puncto Luftabwehr, habe ich das Gefühl. Genau, da hinten. Lass mal erstmal noch hier die Space Marines killen, dann kann ich hier mit denen hier runter. So. Dann machen wir gleich mal hier unten weiter. Jo. So geht das. So und nicht anders. Nova hier. Rein geschäftlich. Das machen wir jetzt so. Was ist das Ziel? Und so. Dann mal schön auf den Bunker gehen. Ich muss mal parallel schön auf die Uhr gucken, dass ich nicht zu lang mache. Weil ich hab ja da noch ein Screen. So, das Ding auch noch platt. Na, ein Schuss noch. Zerstört. Wann geht's los? So. Wie bitte? Wollen wir mal gucken, wie es jetzt ausschaut hier. Verstanden. Ein bisschen so einen vorschicken. Ja, lieber den, den ich kontrolliere, den kann ich eher verlieren. Bombe habe ich momentan keine bereit. Du auch nicht. Da muss ich jetzt aufpassen. Da muss ich jetzt aufpassen, weil der schießt von da oben nämlich gut runter. Da ist gleich eine Bombe bereit. Die kann ich auf jeden Fall schon mal bereit machen. Die gefällt mir. Sieht schon ein wenig nice aus. Einsatzbefehl. Problem ist nur, ist er natürlich auf 0. Das heißt, jetzt wird es eine Weile dauern, bis das da losgeht. Ich schaue mich mal kurz ein bisschen um. Weil dann kann ich nämlich hier oben mich hin positionieren. Auftrag angenommen. Bereit. Unverzüglich. Ich kann ja da groß nichts machen, außer die Dinger losschicken hier. Auftrag angenommen. Gut, wie sieht's mit dir aus mit der Bombe? Also es wird alles ein bisschen langsamer hier, taktischer ein bisschen vorangehen. Oh, es gibt, siehst du, pro gekillten Phantom gibt's Credits. Ah. Ist ja very nice. So, aber ich würde mal sagen, wenn wir hier sowieso warten und die Zeit sowieso rum ist, sehen wir uns im Endscreen. Jo, da sind wir auch schon im Endscreen. Hallöchen.
Ja, ich war jetzt ein bisschen ruhig, weil ich einfach hier gerade so ein bisschen auf Ghost war. Irgendwie, keine Ahnung warum, aber ich bin ein bisschen so beruhigt durch die Mission gerade eben. Ich bin übrigens auch gerade erst von der Arbeit angekommen, also von der Sicht, ich muss erstmal gerade wieder ein bisschen reinkommen. Ich muss aber auf jeden Fall ein, zwei Folgen aufnehmen, bevor wir dann hier weiter. Ich dann gleich in das PvP-Event gehe, weil ich ein bisschen mit den Folgen hinterher hänge. Also das ist momentan alles ein bisschen viel. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich in der nächsten Zeit ein paar Let's Plays reduzieren werde. Also vor allem, ich überlege mir auch momentan, ob ich direkt nach dem Wings of Liberty Starcraft gleich das Herd of Swarm abhänge oder ob ich dann erstmal eine Pause mache, um ein anderes Projekt zu machen. Weil, sagen wir mal so, wenn es nach der Motivation ginge, würde ich noch viel mehr Spiele Let's Playen. Aber leider macht die Zeit Stich durch die Rechnung und sagt sogar, ich kann weniger Let's Plays nur machen. Deswegen, ich werde den nächsten paar Let's Plays reduzieren, weil wir haben es ja 6 an der 2 parallel laufen, die werde ich auch mindestens 3 runter reduzieren müssen, wohlgemerkt. Und dementsprechend werden auch ein, zwei Spiele darunter leiden, aber ich will definitiv das Starship Online noch als Hauptprojekt weiterbehalten und dementsprechend kann ich nur sehr wenig Spiele parallel machen. Aber egal, das ist ein anderes Thema, das wird demnächst sich entscheiden, wie ich das mache. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von StarCraft 2 Wings of Liberty, was ich auf jeden Fall noch beenden werde. Wir sehen uns bis dann, tschüss.